Bei den letzten Landtagswahlen hat die AfD bis zu 24% der WählerInnen-Stimmen bekommen. Auch Pegida marschiert weiterhin jede Woche in Deutschland und bringt damit Tausende, Zehntausende RassistInnen auf die Straße. Die Anschläge auf Geflüchtetenunterkünfte und migrantische Menschen haben sich seit 2012 verfünffacht. Während Merkel im Fernsehen von Willkommenskultur spricht, ist sie im Bundestag damit beschäftigt, Asylgesetze zu verschärfen und damit Abschiebungen schneller voranzubringen. Währenddessen trifft sie gleichzeitig sich mit Erdogan, um die Außengrenzen der EU besser sichern zu können, damit auch bloß niemand mehr nach Deutschland und in die EU einreisen kann. Die Abschottungspolitik der EU schickt viele Menschen in den Tod. Stück für Stück erfüllt die Große Koalition die Forderungen der AfD. Wir erleben in Deutschland und Europa gerade eine enorme rassistische Welle, sowohl auf der Straße als auch in den Parlamenten und Regierungsstuben. Und es mangelt momentan der Linken an einer wirklichen Antwort darauf. Das Bündnis Jugend gegen Rassismus dient dazu, diese Kämpfe gegen den Rassismus, gegen die Asylrechtsverschärfungen, gegen die Übergriffe zu vereinen. Gemeinsam werden wir am 27. April in einem bundesweiten Azubi-Schule- und Unistreik gegen Rassismus demonstrieren. Wir wollen uns verankern in Betrieben, Schulen und Unis, denn unserer Meinung nach ist besonders wichtig, dass wir an den Orten Politik machen, wo wir sind. Für mich als Schülerin ist das meine Schule. Dort muss ich Politik machen, denn dort kann ich die meisten Menschen erreichen. Wir glauben, es ist besonders wichtig, in diesen Basisstrukturen eine Verankerung zu schaffen. Quasi sowas wie eine Demokratie von unten aufzubauen. Für uns ist klar, unser Kampf gegen Rassismus muss ein internationaler Kampf sein. Wir müssen gemeinsam mit allen, insbesondere von Rassismus betroffenen Menschen, gemeinsam kämpfen. Wir wenden uns ganz entschieden gegen alle Abschiebungen. Nein zur Festung Europa, für offene Grenzen. Wir wenden uns gegen diese rassistische Spaltung der Arbeiterklasse. Brecht die Macht der Banken und Konzerne. Lasst die zahlen, die für Krieg, Krise und Flucht verantwortlich sind. Wir wollen, dass Geflüchtete den gleichen Mindestlohn bekommen. Wir fordern das Recht auf Arbeit für Geflüchtete. Für das Ende aller imperialistischen Kriege. Kein Cent, kein Mensch, den Kriegsinteressen der deutschen Regierung. Wir müssen gegen diesen Rassismus kämpfen, egal wo er stattfindet, egal ob er von Pegida oder der Regierung kommt. Baut Streikkomitees auf, geht gemeinsam mit uns auf die Straße. Lasst uns klar sagen, dass wir Schulter an Schulter gegen Ausgrenzung, Abschiebung und Krieg demonstrieren werden.